Wer zum Beispiel über ein ETF in den DAX investiert hat und nun zusehen muss, wie die Wall Street ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht. Gestern der Nasdaq, vorgestern der S&P 500 mit dem fast Erreichen der 3400er Marke. Und was macht der DAX? Der stagniert, der kommt nicht aus dem Quark. Der bleibt sogar unter der 13000er Marke, ist weit entfernt von seinem Allzeithoch. Warum ist das so? Was passiert da? Warum kommt der DAX nicht mit? Das versuche ich in diesem Video ein bisschen zu beleuchten. Das entstanden ist in Zusammenarbeit mit directtrade.com. Schnell lernen und günstig handeln. Aber schauen wir uns erstmal die Bewertungsunterschiede an, bevor wir vielleicht ein paar Indikationen dafür bekommen, warum diese Bewertungen so unterschiedlich sind. Und wir starten zunächst mal mit einem Vergleich zwischen amerikanischen Aktien und europäischen Aktien im Preis-Buch-Verhältnis. Also praktisch das, was die Aktie kostet, in Relation zu dem Buchwert eines Unternehmens. Und hier sehen wir, es gibt immer neue Tiefs. Jetzt sind wir auf einem neuen Tief wieder angekommen. Die europäischen Aktien sind also sehr, sehr viel günstiger als die amerikanischen Aktien. Es geht weiter auch im Vergleich mit der Restwelt. Also wenn wir die US-Aktien sehen, das ist hier die blaue Grafik, die weiter nach oben zeigt. In Relation zu Aktien, die nicht aus den USA stammen, da sehen wir auch hier wieder ein neues Hoch. Die untere oder die rote Grafik hier zeigt, dass die Amerikaner allerdings in Sachen Renditen bei Staatsanleihen den Deutschen sehr stark entgegengekommen sind. Aber im Aktienbereich, da performt man weiter deutlich aus. Und das, obwohl seit Januar 2019 aus den US-Aktienmärkten Gelder abgezogen wird. Hier sehen wir die sogenannten US Fund Flows. Und da sehen wir, man ist rausgegangen aus Equities und zwar gar nicht mal unbedeutend, ist reingegangen in Cash und ist reingegangen in Bonds, also in Anleihen. Wie kommt das zustande? Das ist wirklich eine große Frage und eines der Beispiele, das so besonders sprechend ist, ist etwa Tesla. Wir haben ja gestern gesehen, dass die Aktie 2000 Dollar erreicht hat und das bei 345.000 verkauften Autos. Volkswagen etwa verkauft im Jahr 10 Millionen Autos und ist zum Beispiel jetzt auch in Sachen Elektromobilität viel erfolgreicher in Deutschland. Zumindest da hat man einen Marktanteil von 38%. Tesla ist geschrumpft auf 9%. Der Marktanteil von Volkswagen ist steigend. Jetzt kommt noch der ID.3. Gleichwohl sehen wir, der Aktienkurs von Volkswagen, der ist sogar schwächer als vor einem Jahr, während der Tesla-Aktienkurs bekanntermaßen fast 800% gestiegen ist. Und das bedeutet, wenn wir auch jetzt mal uns Apple in Erinnerung rufen, die ja die 2-Billionen-Marke erreicht haben, dass jeder Apple-Mitarbeiter dem Unternehmen eigentlich langfristig einen Gewinn von 14,6 Millionen Dollar bringen müsste. Jeder Mitarbeiter, bei Tesla sind es über 7 Millionen, bei Volkswagen sind es nur etwas über 100.000 Euro. Also da stimmen die Relationen irgendwo nicht. Das ist völlig aus dem Gleichgewicht. Entweder die Amerikaner haben so fantastische Wachstumsaussichten und die deutschen Unternehmen haben ganz miserable Wachstumsaussichten oder das muss sich da irgendwie bereinigen. Wir werden sehen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was hier directtrade.com zu bieten hat. Zum Beispiel erstklassige Webinare, da können Sie sich einfach registrieren unter directtrade.com und sehr, sehr günstigen Handel, eben Euro, Dollar, 0,3 Pips und auch der DAX unter einem Punkt mit 0,6 Punkten. Das ist ein Hingucker. Jetzt gucken wir mal hin, wie es aussieht, was möglicherweise diese Bewertungsdifferenz erklären könnte. Und wir starten hier mal zunächst mit dem MSCI World Index. Also praktisch dem ETF schlechthin, das die Weltmärkte angeblich abbildet, wo man praktisch sagt, ja, ich diversifiziere mein Portfolio, indem ich in den MSCI World investiere, weil dann habe ich ja praktisch die ganze Welt drin und bin nicht zu sehr fokussiert auf eine Region. Wer aber diesen MSCI World kauft, der hatte fast zu 2/3 US-Aktien und bei diesen US-Aktien dann eben die US-Tech-Schwergewichte. Das heißt, alles Geld, was in den MSCI World fließt, das fließt eben vorwiegend in diese Schwergewichte in den USA, eben wie Apple, wie Amazon, wie Facebook, wie Microsoft. Und einer der vielleicht entscheidenden Gründe für die Outperformance der US-Börsen könnte auch sein, dass die Geldmenge M2 in den USA deutlich stärker gestiegen ist als in der Eurozone. Es ist also so, dass der Stimulus in den USA größer ist. Die Fed hat ihre Bilanz prozentual deutlich stärker ausgedehnt, als die EZB das gemacht hat. Und dieses Geld, das scheint irgendwo sich seine Wege zu suchen. Die Flut hebt alle Boote,
Heißt ja ein Spruch. Und es sind eben diese Momentum-Aktien. Hier sehen wir eine Grafik, die zeigt, wie lange Momentum jetzt schon Value ausperformt. Also wie lange die Momentum-Aktien, Growth oder Wachstum, Dynamik, wie lange das schon her ist, dass diese Aktien outperformen, nämlich 8 Monate. Das ist die längste Strecke seit den 1990er Jahren. Also das ist schon ein Pfund. Und wenn es jetzt im August noch weiter so geht, und es sieht ja danach aus, dann wäre das ein neuer Rekord. Und das wiederum schafft in gewisser Weise Fakten, schafft einen Herdentrieb. Denn wir sehen, dass diese 5 Aktien, die da praktisch wahnsinnig die Indizes nach oben ziehen, dass man da gar nicht dran vorbeikommt. Viele Aktien laufen überhaupt nicht, aber diese starken, großen US-Tech-Werte laufen. So entsteht ein Herantrieb. Wer also als Vermögensverwalter unterwegs ist, der muss da rein investieren, sonst bleibt er zurück. Und das schafft dann sozusagen eine Eigendynamik. Je weiter die steigen, die Aktien, umso mehr Leute müssen da rein, weil sonst ihre Investoren sagen, naja, was hast du denn gemacht? Warum warst du nicht dabei? Also praktisch so eine sich selbst verstärkende Dynamik. Was haben wir noch? Wir haben jetzt eben die Situation, dass Tech und Healthcare, also Gesundheitssektor, so ein bisschen diese Euphorie um den Impfstoff, um das Coronavirus, dass das jetzt 55% des S&P 500 ausmacht. Es gibt ja 11 Sektoren. Insgesamt 2 Sektoren machen mehr als die Hälfte in der Marktgewichtung des Leitindex S&P 500 aus. Also diese Konzentration, diese Monopolisierung der Aktienmärkte geht weiter. Und ein Faktor könnte auch sein, dass möglicherweise jetzt ja die Situation sich ein bisschen gedreht hat, das Coronavirus oder die Zahlen der Infizierten mit dem Coronavirus ist in den USA rückläufig, in Europa ist es dagegen ansteigend, möglicherweise ja durch diese Rückkehrerwelle aus dem Urlaub. Wir wissen es nicht und so herrscht eine Complacency, es kann nicht schief gehen, alles ist super, der Trend geht immer weiter, die Tech-Werte werden immer weiter siegen, man sieht keine Risiken. Interessant ist allerdings, dass der Devisenmarkt durchaus Risiken sieht. Hier sehen wir, dass die Volatilität im Devisensektor ziemlich deutlich nach oben gegangen ist, während die Volatilität im Bereich der Aktienmärkte, was den VIX betrifft, also die Wohlerwartung auf den S&P 500 respektive deren Aktien, deutlich zurückgegangen ist. Also es ist die Frage, ob das ewig so gut geht oder ob wir dann mal einen Zurückschnapper sehen werden, indem der Dollar stärker wird und die Aktien mal ein bisschen auspusten müssen. Das ideale Zeitfenster wäre eigentlich so Anfang bis Mitte September. Das ist in US-Wahljahren der Zyklus, wo es durchaus schwieriger werden könnte. Aber wir werden sehen, vielleicht werden diese Fadenstangen ja ewig sein und immer länger werden. Das ist diesmal sicherlich alles anders als in der Geschichte zuvor. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderbares Wochenende und sage Servus und Ciao.